Klasse, setzen. In der letzten Folge Dark Souls 3 haben wir folgende Strafe erhalten. Ah, war hat der Scheiße, Digga. Eine von deinen Magic-Karten wird random ausgewählt und kommt in den Umschlag der Qualen. Am Ende des Projekts wird die Karte bzw. die Karten in der Community verlost. Dein Ordner hat 40 Seiten, pro Seite 12 Karten. Eine aus dem Chat ausgeloste Person, in Klammern, das machen die Mods mit Mobot, bitte sprich sie dann an. Ich spreche euch hiermit an, liebe Mods. Macht das mit Mobot? Keine Ahnung. Klammer zu. Wählt die Karte wie folgt aus. Also es wird eine Person random ausgewählt im Chat. Diese Person nennt eine Zahl zwischen 1 und 40 und eine zweite Zahl zwischen 1 und 12. Die Karte, welche an dieser Stelle im Ordner liegt, wird symbolisch in den Umschlag der Qualen gelegt. Am Ende des Projekts werden die Karten in der Community verlost. Ihr braucht noch gar nichts schreiben. Wir haben noch keine Person ausgelost, ihr Vollidioten. Schreibt Magic, nur Magic, alles klein in den Chat, um teilzunehmen. Yannick263 hat gewonnen. So, Yannick. Wenn du was nicht triffst, weil hier manchmal Lücken sind, machen wir es nochmal. 05 und 05. Ich kann dir jetzt schon sagen, das war nicht gut. Das hier ist deine Karte. Unterholz Stadion. Ab 5,99, eher so 7,64. Ist jetzt kein, also zugegebenermaßen, ne, ist jetzt kein Schatz, den du gehittet hast, aber so. Ich schreibe mir halt jetzt dein Twitch-Namen auf und wir werden dann eines Tages dir eine Twitch-DM schicken. Das heißt, du musst aufpassen, dass du das aktiviert hast in deinem Twitch-Account. Ich kann euch sagen, wollt ihr wissen, wie viel der ganze Ordner wert ist? Ich habe das in der App alles eingespeichert auch. 273 Karten. Was meint ihr, wie viel wert? 2673 Euro. Dann könnt ihr euch einen Durchschnittspreis errechnen. Aber ja, ist ein anderes Thema. So, jetzt zocken wir mal. Aufnahme läuft. Danke. So. Leute. Eine Woche habe ich jetzt nicht gespielt. Ich bin cold. Wir sind Level 56, Aushöhlung 51, kein Plan, was das heißt. Wir brauchen 18.000 Seelen für Level Up. Wir haben ein Superschwert plus 7. Was brauchen wir nochmal, um das abzugraden? Ich glaube Schollen, ne? Brauchen wir, um das abzugraden? Vier Titanitbrocken. Genau. Es gibt eine Neuerung. Also ich habe natürlich YouTube-Kommentare gelesen, berücksichtigt. Ich lese übrigens auch die, die immer noch über Chat oder Gäste flamen und die werden ausgeblendet. Ich habe es in meinem Statement, habe ich alle gewarnt. Ab Folge 3 will ich nichts mehr hören. Bezüglich Chat rein oder raus. Also wenn ihr beispielsweise schreibt auf YouTube, ey, ich finde, der Chat sollte raus sein, weil, dann werde ich das ausblenden, damit endlich mal die Leute, die das Projekt so enjoyen, wie es ist, Raum haben, in den Kommentaren sich auszutauschen. Das nur an der Stelle ganz klar. Ich spreche jetzt natürlich hier nur spezifisch einige wenige an. So, das heißt Titanitbrocken. Die haben wir letzte Folge gut gefarmt. Genau, Emote, ah ja, es gibt eine Neuerung. Weil es mich selber wirklich abgefuckt hat. Hier im Hub, Emote only. Das heißt, liebe Mods, sofern ihr da seid natürlich. Wobei, das kann ich jetzt auch eintippen. Aber im Hub nur noch Emote only, weil ich dieses ewige Gelaber, sprich mit dem, töte den, mach das sonst oder F oder RIP, ist mir scheißegal. Ich spiele Dark Souls 3 und that's it. Okay. So, das heißt, Titanitbrocken sind für uns interessant.
Könnte ich machen? Könnte ich machen? Hier erhöht sich ja nur die Haltung und der Schaden des Schilds. Na gut. Okay, be careful. So, das heißt, wir haben hier zwei Schilde als Tools und ein Talisman. Wir haben Auffrischen, das ist der Hot und Blitzspeer. Und wir haben noch eine Flammenhand. Da haben wir aber vielleicht anstelle des Blitzspeeres die fette Feuerkugel. Große Chaosfeuerkugel. Da habt ihr gesagt, die ist komplett crazy. Die wollte ich nehmen. Emote-Ketten übrigens gerne timeouten. Ein Emote reicht, Leute. Das ist jetzt hier kein Aufruf, random Emote zu spammen. Aber at this point ist mir auch scheißegal. Also. Genau. Ein Ring könnte weg. Verstärkt Wunder könnte weg. Verstärkt Wunder könnte weg. Und dann ein Zauberslot mehr. Wo haben wir denn das? Verstärkt Pyromantie enorm. Ist halt auch krass. Wollen wir mal so probieren? Wollen wir es so mal probieren? Ihr könnt ja immer noch mit mir kommunizieren, nur auf einer anderen Ebene. So. So, das heißt, wir hätten die große Chaos-Feuerkugel ab jetzt. Einen Bogen haben wir auch noch. Gut. So. Jetzt gut, damit habe ich mich einmal im Kopf abgeholt und ihr auch. Ey, diese tanzenden Dinos hasse ich wie die Pest. Finde ich so turbo-cringe. Das ist wie, als wenn man so ein Android-Emote jetzt in Chat ballert. Genauso wie diese dumme Krake. Ja, macht's jetzt nur. Oder dieser Kackfisch mit den Flammenhänden. Macht es nur. Es gibt keine 7TV-Emotes im Emote-Only-Channel. Really? Deswegen posten die gerade nur Grütze. Ach, außer wahrscheinlich VIPs und Mods, wa? Das ist ja Shit. Na gut. Oh, weiß nicht. Das finde ich fast schlimmer, als wenn die jetzt alle sagen, kill den. Ey, dann darf ich jetzt hier Tentakeln und Dinos sehen. Naja, ey, dann laden wir einfach die wesentlichsten 7TV-Emotes als Sub-Emotes rein. Oder machen so von mir Versionen. Das wäre eigentlich ganz nice. Okay. Also, ihr könnt das jetzt aufheben. Wir gehen jetzt entweder in den See. Ach ja, oder ins DLC-Gebiet. DLC-Gebiet. Aber ich glaube, als erstes gehen wir den Boss killen. Vorzimmer des alten Königs. Genau, bei der Hängebrücke. Ich glaube, das ist das andere Feuer, oder? Ist das das andere Feuer? Als er wieder, ne? Genau wegen Wette, dass ich das im Auge habe. Ich glaube, es ist das zweite Feuer. Musik zu salzig. So. Okay. Muss kurz noch hier was fertig einrichten. Gut. Ich werde jetzt auch wieder nicht auf Subs und so eingehen, ne? Nur, dass ihr es wisst. Also, ja. Hier war die Brücke. Die Hängebrücke. Oder? Ne, hier war der See. Hier ging es hoch zur Hängebrücke, ne? Nee, hä? Ja, doch. Aber da rennt... Ja, dann ist es das erste Feuer.
Okay, ich renne einfach mal durch. Guter Start. Dieser Dämon kommt ja nicht nochmal, ne? Dann hätte ich jetzt ein Problem. Und, ach ja. Ein, zwei Sachen hatte ich mir sogar ges... Ach du Scheiße. Oh, ich habe nur noch 5. Okay. Ja, Wette müssen sich die Mods aus den Fingern saugen. Also ich glaube, was man halt gut machen kann, ob ich jetzt den Boss... Ich gehe schwer davon. Ich weiß natürlich nicht mit Sicherheit, ob da jetzt ein Boss auf mich wartet. Könnte auch der größte Troll des Jahrhunderts sein. Aber ich glaube doch sehr, dass da ein Boss ist. Ey, Digga, die rennen immer noch hinterher. Dann kann ich jetzt nicht ans Feuer, ne? Doch, geil. Ciao. Stimmt, die Oma können wir noch, also wo die mal war, dieser, stimmt, dann haben wir 4 Wege. DLC, diese Tänzerin, dieser Tänzerin-Boss, Wurm im See und hier der Boss. Die 4 Optionen gibt's. So. Dahin steht er jetzt, lol. Ich hab grad... Genau, hier war die Kugel nach links. Da sind die ganzen Ratten. Ja. Ich würde den Boss jetzt erstmal machen. Dann können wir das Gebiet hier abschließen. Wette es an. Das hat gut geklappt. Ah, da ist noch einer. Erster Schlag am heutigen Abend. So. Schafft Henno den nächsten Boss First Try. Absolut ausgeglichen. Krass. 50-50. So, wer steht auf? Oh! Oh, Scimitar von ihm. So. Die Brücke... Stürzt die ein? Ach, er. Warum sind die jetzt aufgestanden? Die sind noch nie aufgestanden. Warum? Ich habe tagelang damit gerechnet. In den letzten Parts sind die nie aufgestanden. Hä? Ich check's nicht. Ich war da so oft in den letzten Parts. Vielleicht habe ich mich der Brücke nie so krass genähert. Wisst ihr, was ich meine? Oh. Moin. Ich glaube, ich habe mich der Brücke nie zu nahe genähert. An der Seite. Von der anderen Seite ja. Oh, da ist noch die fette Ratte. Ja, ich weiß. Da sind immer noch so viele? Ist das scheiße.
Also ein Skelett bringt 120 Seelen. Ach so. Ja, warte. Ich muss gleich noch was machen. Erinnert mich, dass ich noch auf mein Handy gucken muss. Nee, wenn er zurückkommt, renne ich. Okay. So. Okay, ich muss ja jetzt erstmal alles clearen. Und dann machen wir weiter. Okay. Einer noch. Ist hinter mir noch einer? Okay. Der Typ noch. Aber ich glaube, der kommt hoffentlich nicht. Okay. Ich habe es ja immer gesagt, die lagen da nicht umsonst. Also, ich gucke jetzt aufs Handy. Weil, ich habe mir... Nee, ich muss gar nicht aufs Handy gucken. Also, erstmal hat sich YouTube gewünscht, die Seelenanzeige nach unten zu erweitern. Damit, wenn ich Seelen hinzugewinne... Dicker, bitte. Warte. Sekunde. Ich muss es neu machen. Warum auch immer. Boop. So, genau, dass das unten ein bisschen bleibt, damit man sieht, wie viel Seelen ich erhalte. So. Es ist so ugly. Ja, es geht. Also geht schlimmer. Okay. Wir müssen mal dann gucken, wie es so ist. Ja. Okay. So. Also, ich habe mir nämlich Sachen gescreenshottet, die ich anwenden wollte. Genau, Seelenanzeige ein Stück nach unten ziehen. Check, hatte sich Twister gewünscht. Auf YouTube. Und das wurde oft kommentiert, dass ich in Bezug auf, weil ich ja jetzt ein Großschwert nutze, bei der Steuerung was umstellen soll. Das heißt, es gibt wohl dieses Manual Attack Aiming. Autozielen umschalt. Leute, ganz kurz, ja? Ganz kurz, ihr seid gerade nicht dran. Autozielen Umschalt. Das sollte auf aus, ist aber auf an. Ah ne, das hier. Manuelle Zielerfassung. Okay. Wenn diese Einstellung auf ein ist, kann man mit großen Waffen, auch während man locked on ist, die Angriffsrichtung ändern. Was praktisch im PvP ist. Aber im PvE ist es eher unpraktisch. Das bedeutet, wenn das an ist und ich locked bin auf den Gegner, kann ich trotzdem rechts oder nach links hauen, nicht auf den Gegner zu, wenn ich das mache. Ich habe mich manchmal gewundert, warum das so ist. Das heißt, wenn es jetzt aus ist, greife ich wirklich immer nur das locked Target an. So. Ach so, das ist in dem
Ist es bei Dark Souls 3 anders, dass die Seelen... Ach ja, klar. Die Seelen kommen ja da drüber. True. Danke für den Hinweis. Bei den anderen Dark Souls-Teilen war es, glaube ich, immer da drunter. So meint ihr, ja? So. Juti. Gehe ich jetzt über die Brücke? Nö. Ich gehe über außen, ne? No risk. Ich habe gar keinen Bock, dass sie irgendwie einstürzt und ich tot bin. Sie ist immer noch da? Really? I will soon head to bed. Thank you. May the ja, dann geh doch zum See. Hä? Oh mein Gott! So. Was hier? Können wir wen rufen? Ach so, es gab ja noch mehr. Aber die beiden Sachen auf jeden Fall, true. Das war's, oder? Ja, das war's. Cool. Okay. Also ich habe keinen Plan, was da auf mich lauert. Ausdauerbuffen ist immer gut. Ich hätte Feuer als Tool durch den Spell. Ich hätte noch eine Regeneration als zusätzliche Heilung. Oh, sehr HD übrigens diese Tür. HD. Überall Gefäße. Ich glaube, den Boss trigger ich dann oben. Oder was? Hier könnten Murmeln langrollen. Diese Gefäße waren zwischendurch mal drin. Oh, stimmt, da gab es ja noch einen Weg, den ich noch gehen kann. Stimmt. Die waren mal zwischenzeitlich da und die konnten so Geschosse rausböllern. Deshalb kein Plan. Also die stehen hier nicht umsonst. Die sind bestimmt eine Boss-Mechanik. Vielleicht sollte ich die auch stehen lassen. Vielleicht ist auch komplett useless, was ich mache. Wenn man das natürlich weiß, ist das schwer anzusehen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich guck mal, wie... Ich mach mal, wie ich glaube... dass das gut ist. Let me cook. Okay, ich mach mal die Hälfte. Weil dann könnte ich immer noch... Also dann ist halb schlimm oder halb gut. Oder ist es halt wirklich egal. Es könnte sein, dass hier irgendwas aus diesen Urnen spawnt. Okay, dann würde ich jetzt nochmal... Es wäre so witzig, wenn das jetzt einfach nur ein Zwischenraum ist. Und hier, weil da oben ist ja noch eine Tür. Okay, let's go. Dunkler Ort. Versuch rechter Arm und dann versuch linker Arm. Okay, ich berühren. Rechter Arm. Okay, muss ich irgendwie Fokus. Rechter Arm, linker Arm. Okay. Also irgendein Undead. Genau, nix spoilern, Leute. Entspannt euch. Nix spoilern. Wer straight up spoilert, könnte mal einen Timeout kassieren, denke ich. Ja. Ich weiß, es ist schwer einzugrenzen bei so vielen Leuten, aber nur als FYI fühle ich mich. Eher reaktiv. Seid reaktiv. Oft frage ich auch mich einfach nur Sachen. Wenn ich wirklich aktiv den Chat frage... Ist das jetzt hier so ein King-Ding? Four Kings, was ist das? Irgendwo die Hand? Ich mache ja viel Damage. Okay, ich muss die Ringe kaputt machen. Ich muss die Ringe kaputt machen an seinen Händen.
das macht ordentlich Damage. Aber was macht er? Okay. Rechter Arm. Der ist ja fast tot. Hoch fürs Wollmir. Damage. Irgendein scheiß Nebel, der mich damaged. Jetzt wieder Nebel. Ich pisse drauf. Und jetzt eine hässliche Fresse? Oder was? Phase 2? Nee, ihr spammt alle GG. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Das war's nicht. Ihr verarscht mich. Da ist der richtige Boss drin. Jetzt schnell Kopf wechseln, falls ich es schaffe. Kriege ich jetzt noch was? Ja, ihr habt es gesehen, 30.000 Seelen. Aber ich glaube, hat das was gebracht? Verbessert Seelenaufnahme, ja doch. War gut, oder? War gut, oder? Und Bonfire. Also, wie viel habe ich jetzt mehr bekommen? Plus 8k? 3000? Ah, ihr seid euch nicht sicher. 20%? Krass. Das war der Boss? Was? Okay, aber gut, dass ich den Tipp gelesen habe, ne? Gut. Weil, ja, aber ich muss sagen, ich würde mir zutrauen, dass ich drauf gekommen wäre, auf das, was leuchtet, zu hauen. Ganz ehrlich, wie viele Bosse habe ich schon bekämpfen müssen, wo man irgendwie zum Beispiel der Feuerriese in Elden Ring, wo du erstmal auf die Fersen natürlich gehst oder so. Also es gibt immer, gerade bei so riesigen Gegnern, eigentlich so Schwachstellen, auf die man geht. Also ich hätte mir, glaube ich, das schon zugetraut. Oh, Raid? Von Donny? No way. God Gamer Raid? Wirklich? Leute, ihr müsst euch jetzt bitte... Ihr müsst euch jetzt am Riemen reißen. Wir sind jetzt hier. Hier sind jetzt fast... Hier ist jetzt elitäres Gamer-Publikum da. Die sind so nerdy drüben bei Donny. Das sind alles Elite-Gamer. So richtig so... versnobte Gamer, so Old Millennials oder Frühboomer. Wisst ihr, wie ich meine? So Rocket Beans-Zuschauende, die so ein bisschen Ätepetete sind. Benimmt euch jetzt. Und dann alle Neuen. Herzlich willkommen, liebe God Gamer! Gut, gehen wir weiter. Wir haben gerade hier easy so einen Boss geklebt. Donny, bist du im Chat? Nee. Doch, Godgamer hat er in Caps Lock geschrieben. Digga, du weißt nicht mal, wie es Emote hier geht? Ja, Donny hat kein 7TV, glaube ich. Ja, Donny, bist du jetzt erstmal im Chat hier? Wie findest du es? Gerades Irrelittle, Irritl, Irritil, Irrit. Scheiß drauf. Hurra, die tolle Aussicht. Ja. Crazy, und da gehst du jetzt rein, oder was? Oh, Bonfire. Ja, Wetter auflösen, Leute. Wetter auflösen. Wir haben jetzt. Wie stirbt man hier? So, ja. Okay, Leute. Wo können wir jetzt überall hin? Wir können die Tänzerin herausfordern. Würde ich, glaube ich, noch nicht. Weil vor der habe ich echt Schiss. Ich glaube, die ist Late-Game-Shit.
Wir könnten DLC-Gebiet gehen. Würde ich ganz am Schluss, glaube ich, machen, weil erfahrungsgemäß DLC-Gebiet ordentlich ist. Wir könnten hier in den Katakomben den einen Weg gehen, den wir noch nicht gegangen sind. Schwer zu beschreiben, aber da, wo der Ball hin und her rollt, unten bei den Ratten, da ging es oben auch irgendwo weiter. Da waren so übel viel diese heftigen Skelette, die mich mal overwhelmed haben, wo ich mich totgesprungen habe. Viertens, der Wurm im See. Und dann gucken, was noch im See geht. So oder so, wir haben 35.000 Seelen, die sollten wir nutzen. Vorsicht vor Monster. Okay, auf der Brücke passiert was. Bestimmt so ein Gargoyle oder was weiß ich. Oder ein Riese oder Ballisten schießen auf einem aus der Stadt. Digga, ich weiß doch, wie das läuft. Also mein Gefühl ist auch, glaube ich, Wurm. Und ich hoffe, der hat so ein Movement-Set wie die Eldenring-Würmer. So, aber wir haben ja auch eine Boss-Seele. Jetzt, ja. Emote-Only-Chat. Ja, eigentlich ist es scheiße, wenn die nur so Global-Emotes... Also, es ist ja wirklich ekelhaft. Naja, dann sollen sie alle ihren scheiß Dino spammen. Ist mir scheißegal. So. Schwarze Schlange. Lässt flackernde schwarzen Flammen am Boden tanzen. 15 Int, machen wir nicht. Großaxt des Dämons. Geht heftig auf Stärke und ein bisschen... Nee, geht auf alles, Digga. Eine unter den Dämonen beliebte Großaxt mit der Kraft des Feuers. Macht Feuerdamage. Die aus der Chaosflamme geborenen Dämonen bergen Feuer in sich. Digga, ihr mit euren Scheiß-Dino, will ich jetzt irgendwer noch Pikachu und einen Hund und dann... Die aus der Feuer in sich. Trotzdem sind sie missgebildet und verzerrt, so, als ob sie nie sein sollten. Fähigkeit. Dämonenfeuer. Im Innern der Axt wird kurzzeitig die Flamme entfacht, die auf dem Boden und Gegner niederschlägt. Ja, ich glaube cool, aber wir werden niemals so viel Stärke haben. Also macht aber Feuerdamage. Okay. Heiliges Schwert. Descaling. Descaling. Auf Faith. Großschwert. Auch. Ein vom Abgrund zerfressenes heiliges Schwert. Ah, so Dark glaubemäßig. Ja, gibt's ja. Diese Dunkelheit-Waffen skalieren ja auch mit Gnade. Digga, Glaube. Als Volnir dem Abgrund erlag, ergriff ihn die Furcht von wahrer Finsternis. Und er flehte zum ersten Mal die Götter an, dieses heilige Schwert zusammen mit drei von Klerikerleichen abgerissenen Armbändern spendete ihm ein wenig Trost. Fertigkeit, Götterzorn. Rammt das Schwert in den Boden und entfesselt eine starke Schockwelle. Den Zorn jener, die in den Abgrund gerissen wurden, sollte ein jeder fürchten. Und was ist das? Was ist das? Faustwaffe. Auch? E-Scaling, immerhin. Aber 20 Stärke. Feuertornado wirbelt mit ausgeschreckten, flammenden Fäusten. Okay, ganz kurz. Emote only aus. Ich brauche jetzt Input. Weil ich stelle jetzt eine Frage und darauf dürft ihr antworten. Also hands down, ich nehme das Schwert, oder? Ich nehme safe das Schwert, oder? Leute. Mehr. Okay, Emote-Channel, Emote-Only an. Schnürt denen die Schnute zu. Guck mal, kostet auch null. Treat the Firekeeper not. Schnauze. Hab ich's jetzt? Jetzt wieder ihre Scheiß-Dinos. Siswan, my friend. Mashallah. Okay, warte mal, wir vergleichen mal. So. Gewicht 7,5. Das ist wenig für ein Großschwert. Guck mal, das war bisher das leichteste. Hat 8. Kritisch 100. Ja, ansonsten. Länge steht nirgends, ne? Ist ja auch noch relevant eigentlich. Aber es sah jetzt nicht so lang aus.
Ich glaube, Länge steht nirgends. Es ist dann eher sowas, was, was wahrscheinlich auf Wiki steht. Okay, Moveset. Ja, Standard. Schwer. Okay, das ist anders. Also, weil ich glaube, hier war es ja... Der Stich. Den mag ich sehr. Der ist super nützlich. Gerade für Gänge. Ich mag generell, wenn eine Waffe sowohl horizontale als auch vertikale, quasi vertikal, oder so Stoßattacken hat. Weil dann kann man je nachdem, je nach Umgebung, ne? Also in engen Gängen ist das Stoßen ultra OP, aber wenn man freies Feld hat und übel viele Gegner einen angreifen, dann ist sowas halt Gold wert. Okay, wie ist es einhändig? Ach cool, fast wie ein Langschwert. Und schwer? Okay, das ist vertikal. Zumindest der erste Hieb. Immerhin. Einhändig. Ja, ich würde jetzt auch gern so Poise Damage und so wissen. Okay, L2. Okay, hier. At this point. Pass auf. Ich will jetzt Folgendes wissen. Ich will wissen, wie lang es ist, wie viel Poise Damage es macht und ich will wissen, wie das Scaling ist. Ich will wissen, wie jetzt das Scaling ist von der L2. Holy Sword. Na. Rechner? Ja, guck mal. Genau, jetzt arbeite mal. Er pfeift. Off. Wollen wir? Das. Cannot be buffed or infused. Wir brauchen Titanite Scale. Okay, ja, davon haben wir ein paar. Has the same movement, moveset as the Bastard Sword. The initial thrust of the weapon art has a hitbox. Hä? Hat doch gar keinen Thrust, oder? Ach doch, L2 einhändig. Oder? Nee. But it does not true combo into the blast of the... Okay. Received faith scaling and altered strength and dexterity scaling in the... Okay, irgendein Patch. Volnir's Holy Sword has a range of 35 irgendwas. Bei einhändig und zweihändig 37. Ja, das hat mehr Reichweite. Digga, das hat mit R1 mehr Reichweite als mit R... einhändig mehr Reichweite als... Ja, stimmt, zweihändig ist ja... Hä? Krass. Okay, also hat mehr Reichweite. Hm, deutlich sogar. Krass. So. Okay. Boah, das ist ja ultra bad. Also, auf höchster Stufe geupgradet hat es ein C-Scaling mit Glaube. Das ist brutal schlecht. Hier, Blessed. Also das hat, also das aktuelle hat halt S-Scaling. Aber es hat halt die Fähigkeit. Okay. Steht hier irgendwo, wie viel Poise Damage es macht? Hier, oder?
7,5? Kommt es hin? Ist das die Anzeige? 8. Nee, das ist das Gewicht. 75, das ist Haltung. Würde man damit blocken, oder? Nee, Durability. Ach. Stability. Lightning Defense. Können wir kurz mal den Emote-Only-Chat ausmachen? Weil ich bräuchte jetzt mal Input von euch. Allein wegen Haltbarkeit wirst du die aktive nicht häufig nutzen. Ah. Frisst die Fähigkeit die Haltbarkeit auf. Das Holy Sword hat viel mehr Base Damage. 151, 132. True. True. Also, wo finde ich die Poise-Damage-Werte? Gibt's das überhaupt im Wiki? Dobby ist frei. Nee, gibt es nicht. Schade. Und ihr sagt, dass das Schwert nicht gut ist. Also, mein Eindruck von allem, was ich jetzt gelesen habe und was ich sehe, ich meine, das Ding ist halt situativ sehr geil. Ja, wenn da um mich herum 20 Skelette kommen, aber den auch erstmal durchbringen, ne, ohne gestaggert zu werden. Das heißt, da bräuchte man schon auch schwere Rüstung. Viel Base Damage, weniger Reichweite, ein bisschen leichter. Guck mal, allein 140 durch Scaling. Und jetzt kommt der größte Punkt für mich. Um es zu upgraden, bräuchte ich diese Ressource. Ich weiß nicht genau, wie sie jetzt hieß, aber das ist gewiss halt eine Ressource, die nur für Bosswaffen zum Verstärken dient. So, das ist hier Titanitschuppe. So. Das heißt, die Waffe macht auf mich keinen überdurchschnittlich guten Eindruck. Und diese Ressource zum Aufwerten von Bosswaffen sind halt erfahrungsgemäß in jedem Dark Souls-Teil begrenzt. Und deshalb würde ich sagen, in der Hoffnung, es kommen noch geile Glaubens-Bosswaffen. Nehmen wir es nicht. Also, dann hätte ich tatsächlich lieber die Bossseele verkauft, ne? Rein jetzt für den Run und für die Effektivität, aber drauf geschissen. So. Oh, das waren 10.000. Upsi. Zwei Level. Very well, then taken. Machen wir nochmal zweimal Kondition. Farewell, Ashen One. Ich teste nochmal. Oh. Ich glaube, es wäre echt worth, wenn wir irgendwie ausdauertechnisch dahin kämen, dass ich nach zwei schweren Hieben noch sprinten könnte. Naja, egal. Also. Ab zum Teich. Ist falsch. Ja, ich könnte die neue Waffe gegen Mobs testen, aber ganz ehrlich, auf Stufe 1, was will ich da testen? Das ist auf Stufe 1, es ist halt einfach bad, so, im Vergleich. Dreiradreden? Wait, das ist eine Option. Warte mal. Das ist ein guter Hinweis. Der Greirat ist ja dieser Deep-Händler. Und so wie ich das verstehe, das hatten wir, glaube ich, durchgelesen bei der Greirat-Quest. Ist es so, ich mach's mir mal hier oben auf. Naja, dass er nach gewissen Bossen wieder räubern kann. Ich weiß nicht mehr genau, ab welchem Boss. Oh, hello, and in one piece. Oder er hat einfach neue Items? Nee. Okay. Goodbye.
Ja, die Folge heute ist ein bisschen slower, einfach weil ich erstmal wieder reinfinden muss. Ich habe ja jetzt eine Woche nicht gezockt. Ich habe eine Idee, aber ich mache das auch ganz entspannt in meinem Tempo. So, jetzt fällt mir wieder eine Sache ein. Oh, ich muss hier mal untersetzen. Folgendes. Habe ich ja beim Boss eingesammelt. Mega random. Pyromantie erlernen. Und schwarze Flamme Pyromantie. Haben wir gerade eine Wette? Ja? Wahrscheinlich, dadurch, dass ich jetzt nicht acker, läuft es für einige gut, wa? Ja, lass dir Zeit. nein. Quelana, Digga. Ach, der will die ja nicht, true. Aber das, Grabwächter. Will er auch nicht? Will er auch nicht? Du dumme Sau! Ja, da muss ich noch irgendeinen NPC mal treffen. Okay. Aber deswegen in meinem Tempo. Sorry, wen stört. Nee, kein Sorry. Ist ja hier mein Stream. Folgendes. Anri, Siegwart. Und jetzt braucht der Rechner erstmal wieder einen Moment. Greirat. Erstmal Greirat Quest. So, Greirat Second Outing. First Outing to Undead Settlement. Das hatten wir. Zweites, Irithyll. Da wo. Ah, das heißt. Very will be. Okay. Also da wird irgendwas passieren in der Gegend, wo wir gerade rauskamen. Dieses heftige magische Schloss oder was das war. Okay, Selbstläufer, cool. Hier. He will die on this mission, unless one of these conditions matches. Siegwart of Katharina is sitting by the kitchen fireplace in Irithyll. Don't talk to Siegwart and progress past Pontiff. Was auch immer. So. Which will move Siegwart to the next area. Or you haven't bought Siegwart's armor. Das haben wir gemacht. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt Siegwart's Quest voranschreiten lassen. Drittens. After saving him from the well, he can be found in Irithyll. Ah, da sitzt er einfach. Cool. Dann ist ja alles gut. Das heißt. Achso, through a small sieve connected to the lake, bla bla bla. Resting by a fireplace. He has made some irgendwas Suppe. Okay. Meine Herangehensweise wäre jetzt. Ich progress später weiter in dieses Irithyll. Und wenn ich dann Siegwart auf Katharina sehe, spreche ich ihn nicht an. Aber was passiert, wenn ich ihn nicht anspreche? Der hat so eine Essenssuppe. Note. He may not appear here if you have entered Irithyll Dungeon. Instead, his questline continues at the next location. However, if you don't meet him here, he doesn't join you for the Yorm fight. Was auch immer. If you did not speak with Siegwart in the well outside the blah blah blah. Simply go talk to him well and give him armor and immediately after he can be. Okay. Ist der erst später bei diesem sitting by the kitchen fireplace? Aber hier ist nicht die Rede von einem Kitchen Fireplace, right? Na doch, er gibt ja hier irgendwie eine Suppe, das wird das sein. Der macht ja eine Esso-Suppe. Okay, also da nicht mit ihm reden.
Aber geht es dann mit ihm weiter? If you do not speak... Ah ne, das ist ja bei dem Well. Ja, ich glaube, es geht dann einfach weiter, aber ich könnte die Suppe bekommen und so. Was passiert denn hier, wenn ich nicht mit ihm rede? Ach so, es geht einfach nur darum, dass Sigvard weiter progressed. Wenn wir mit ihm reden würden. Do not kill Alva in the Spurned who invades when embered just before the Irithyll dungeon bonfire. Do not proceed into this dungeon. It has been reported that they may light that bonfire if perhaps Alva this blah bug glitch. Kill any boss to complete his scavenging mission. Pontiff is the simplest, okay, but irgendwelche anderen gehen auch, wer die auch immer sind. No spoiler. If you successfully saved him, he okay, irgendwann muss man ihn saven. Aber hier steht, dass er sterben wird. Wenn wir das hier nicht machen. Boah, das ist tricky. Also so wie ich es verstehe, wir können mal Emote-Only-Chat kurz ausmachen, dass ihr mir helft. Weil ich will das ja verstehen, damit wir die Quest progressen. Quest-Thema hatten wir ein paar Mal. So wie ich das verstehe, ist es so, wir treffen Sigvard, wir sprechen nicht mit ihm in dieser Küche, dann progress Sigvard weiter in das Dungeon. Patches ist tot. Okay. Ich check's nicht. Das ist irgendwie widersprüchlich, weil he will not die on this mission unless one of these conditions matches. Ah, eins von den beiden. Also das oder das. Das kann ich mir abschminken, weil das habe ich ja gemacht. Patches ist ja tot. So, das heißt, ich darf ihn nicht ansprechen. Das ist sogar fett unterlegt. Ups. Das ist fett unterlegt. Don't talk to Sigvard and progress past Pontiff. Aber ich dachte, ich soll den killen als easiest Boss, damit Greirat. Ach, ich soll nicht mit ihm nach Pontiff reden, right? Also, ich soll nicht mit ihm reden, sollte ich Pontiff schon gemacht haben, right? Aber ich kann dann... Nee. Nein, okay. Zombie, du bist da. God bless. Verlässliche Quellen. Nice. Zombie, was soll ich tun? Ich will Greirats und Sigvards Quest gerne machen. Also... Greirat wird losgeschickt, wahrscheinlich nachdem ich über die Brücke gehe, muss ich halt machen. So, und dann muss ich Bosse killen. Aber Greirat kann sterben, wenn ich was falsch mache, weil Sigvard wird ihn retten, wenn ich was richtig mache. Nur für mich geht irgendwie nicht ganz hervor, was jetzt genau. Also, wenn du den Rattenmann losschickst, dann musst du einen Boss in dem Irithyll machen. Danach darfst du erst mit Sigvard reden. Warum schreiben die das nicht hier rein? Sigvard muss schlafen, sonst stirbt Greirat. Okay. Schiebung der Wette. Eure Schuld.
Du musst einfach nur einen Boss killen, nachdem du Reirat losschickst, ohne mit Sigvard zu reden. Gut, ja. Okay. Dann Sigvard. Gut, werden wir ja parallel, genau, passiert ja. Gucken wir dann, wenn wir ihm mal, wenn das passiert ist, gucken wir nochmal hier in die Questline rein. So ein Anri. Anri, once Anri is found in the. Nee, genau. Ich glaube, wir waren jetzt soweit, wir haben Horace gekillt. Sie wird das entdecken. If you already killed Highlord Volnir, never told Anri where Horace was. Nee, das haben wir nicht gemacht. After Volnir was defeated and you cannot find Anri in the Church of. Because you have used a shortcut. Also hands down, die ist jetzt gemoved zu dieser Church of Yorshka, right? Und da treffe ich sie dann, right? Ich habe erstes gemacht, ja. Also alles entspannt. If Horace is dead and you have told Anri, ja, habe ich gemacht. Anri will progress to the Church of Yorshka and will then tell you that Horace couldn't be found in the catacombs. However, a small grave will you. Ja, okay. So, und dann geht's bei 6 weiter. Mein Gott, das ist halt legit studieren. Okay. Boah, fast verschluckt. Gut. Dann machen wir jetzt endlich weiter. Mein Gott, ey. Na. Also, sorry an alle, die jetzt hier ein bisschen am Gähnen sind. Aber ja, ist ein Blind-Let's Play, was soll ich machen? Ich muss halt irgendwie für mich das alles ordnen. Also, ich glaube. Welches war jetzt das Richtige zum See? Alter, Hype Train, wie heftig. So. Nope. Das war beim Boss. Dann war es doch das. Wir gehen zum Wurm. Wir gehen zum Wurm, da werde ich wahrscheinlich sterben, könnte ich mir vorstellen. Ja, hier war's. So, die Ballisten sind gone. Die Balliste ist gone. Die Balliste ist AFK. Das heißt, wir können schön hier beim See auch alles einsammeln. Dahin ist auch eine Tür. Oh, ist das befreiend. Jetzt halt die Frage, ob der spawnt, wenn ich den See betrete, oder ob der erst da hinten spawnt. Oh mein Gott, geil. So, hier darf ich nichts übersehen. Das habe ich alles gemacht. Hier sind Krabben. Actually, sind die Krabben weg? Ah, ne, doch nicht. Gut, hier ginge es runter. Genau, haben wir gemacht. So. Balliste zu leise. Ich glaube, das Blitzschwibbär wäre jetzt gar nicht bad gegen den Wurm, könnte ich mir vorstellen. Weil die Feuerkugel ist safe Nahkampf. Ja. Boah, ich höre den. Okay, kurz mal Theorie. Der Wurm ist im Wasser und kann vermutlich nicht aufs Land. Das heißt, ich könnte versuchen, durchzurennen. Ich könnte ihn aber versuchen, auch nur spawnen zu lassen, auf dieses Land gehen und ihn irgendwie abschießen. Aber es könnte auch sein, dass er dann aufs Land kommt. Es könnte aber auch sein, dass er so aufs Land klatscht, wie so diese Hydren bei Dark Souls 1 vielleicht auch. Ah, bist du eklig, Digga. Ich könnte auch mit den Bäumen irgendwie spielen. Vielleicht stößt er so vor und dann klatscht er gegen Bäume. Der schießt safe Suppe, oder? Könnte ich ihn jetzt nicht abschießen? Der scheißt sich schön aus. Okay, ich treffe ihn. Ich mache wahrscheinlich so 16 Schaden oder so.
Hier ist Land. Gut. Pass auf. Ah, oh, wir können Giftpfeile kaufen. 29. Okay, wo bin ich safe? 41. 59. Okay, bin ich hier safe? 67. WoW, habe ich schon Bock. Season of Discovery. Ich weiß nicht, was bei euch geht. Ja, Leute, wenn ihr zu dumm seid, einen Bogen zu nutzen in Dark Souls, ist das nicht mein Problem. Ich meine, die haben das ja designt. Ciao. Scheiße, zu spät. Ich bin dumm. Blitzpfahl. Und wir können Estus verbessern. Digga, das ist ein Glaubensspell. Ui. Ja, war close. Ja. Geil. Oh, da ist noch so viel Loot. Geil, geil, geil. Wäre nice, wäre das jetzt so der heftigste Bad auf Erden und auf einmal kommt hier so noch ein Gigawurm, der alles, der einen so instakillt. Schild des Verlangens. Mhm. Gut. Best Schild? Warum? Warum ist das jetzt gut? Kippt immer einen größeren True. Das gibt mehr Seelen. Das war mein erster Eindruck, aber stand halt nicht so direkt da. Schild eines alten Königs, der vom Fluch eines unstillbaren Dursts befallen war. Deswegen dachte ich auch so, okay. Ein Teil der Lust des Königs schwert noch immer in dem Schild und erhöht die Anzahl beim Besiegen vom Feind gesammelter Seelen. Wie viel Prozent? Lul. 10! What? Okay, aber... Okay, aber ich habe jetzt halt nicht mehr Ausdauer-Buff. Hm. Ich habe das Gefühl, man... Oh, ich habe jetzt mittlere Dings. Ich habe das Gefühl, man hat eh sehr viel Ausdauerregeneration in Dark Souls 3.
Den gibt's ja auch noch, True. 20%! Oh, hier hoch. Wollt ihr mich verarschen? Da müssen wir jetzt ganz dringend Belastungsskillen. Krass. Boah, Alter. Oder wir legen irgendein Rüstungsteil ab. Wie viel habe ich denn mit dem Ding? Genau 70. Omega Lul. Ja, dann lege ich den ab. Und dann lege ich den wahlweise an, wenn halt ein... Oh, da ist ein Bonfire. Bonfire. 20% mehr Seelen. Das ist ja insane. So. Lol, ich bin jetzt hier. Nee, wait, hä? Das heißt, mit dem Ring... Dann kriege ich 30% mehr Seelen. In Chalet. Okay, ich hab ein bisschen Schiss. Oh. Ja. Der ist übel. Komm näher, ein bisschen näher. Okay, ist weg. Sehr gut. Blut, sehr gut. So, und das ist jetzt hier, ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, hier die Stelle meinte ich's. Die Stelle meinte ich, wo wir... Hä? Nee, was ist das jetzt hier? Doch, ist es das, wo ich meinte? Das... Ach so, ich bin jetzt hier... Ja, doch. Das ist... Oder? Ist es die Stelle, wo ich dachte, da kann ich noch lang? Kommen die jetzt hier hoch? Das wäre kacke. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hätte ich hier jederzeit... Ja, doch. Ja. Okay. Und hier sind viel zu viele. Und das ist der Weg. Okay. Und die face ich ganz sicher nicht. Geil. Dann hat sich der Kreis geschlossen. Nice. Die sind sowas von gefährlich im Pack. Checken, glaube ich, wenig. Also der... Die sind viel, viel gefährlicher für mich, finde ich, als... Keine Ahnung. Der Boss eben. Also nicht der Wurm, sondern der Boss davor. So, neuer Zauber. True. Drei Slots. Ja, so habe ich doch. Hä? Ah, ich habe den Ring abgelegt. Nee, hä? Ich muss zwei Ringe anlegen. Nee, hä? Ach, warte. Der braucht 35 Faith. Das ist das Problem. Krass. Heilungshilfe, heilen, moderate Heilung, Auffrischung, zack. Digga, hier ist wieder Hobbs Holz 3, oder was? Nee, 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 nee. Brauchst gar nicht. Muss mir gar nicht auf die Eier gehen. So, Chlorantiering, Digga. Dings. So. Aber das Schild könnte ich schnell anlegen nach einem Bossfight. Aber das ist tricky. Also da muss man schnell, also da muss man schnell, schnell sein. So, das ist doch auch ein Boss, oder nicht? Bestimmt so ein optionaler Boss. Das ist auch so ein Boss-Aufgang. Übrigens, das war jetzt auch wieder kein Aufruf, mich zu spoilern. 15.000 Seelen. 15.000 Seelen ist eigentlich... Damit sollte ich nicht reingehen. Aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt keinen Bock, wir haben so viel geschludert. Komm. Abfahrt. Abfahrt. Ich gehe schwer davon aus, dass es ein Boss ist. Und das ist ein anspruchsvoller Boss, würde ich behaupten. Einfach wegen dem Surrounding.
Okay, ich guck mir vielleicht erstmal sein Moveset an. Hinter ihm. Okay, damit kriegt er mich. Ich will hinter ihm. Kann leider das schwer dodgen. Wie machen wir das? Ich muss hinter ihn kommen. Hier ist Wasser. Okay, juckt ihn nicht. Ich muss dringend an ihn ran. Ich muss hinter ihn kommen. Mann, er blockt die ganze Zeit. Fuck. Okay, hätte ich besser timen können. Der explodiert. Right? Oder hat er sich gebufft? Das meinte ich mit der Umgebung. Ja, er hat sich gebufft. Fuck. Und dritter ist AOE-Bombe. What the fuck? Okay. Digga, bitte. Ist okay. Ich sehe nur nichts. Ach, scheiße. Habe ich nicht gecheckt. Aber alles gut. Bitte. Ich kann nicht rennen. Ich war out of Ausdauer. Fuck, hätte ich dodgen können? Beschwört Viecher. Ne, dritter ist AOE-Bombe. Oh fuck. Puh, shit. Habe ich verkackt. Macht Kugeln. Macht Kugeln. Okay, let's go. Dodge. Kugel, right? Nee, das. Okay, und ran. Kugel? Nee. Was macht der? Kugel. Ah, da kann ich ihn eigentlich immer ein, zwei Mal hitten. Okay, let's go. Lass fetzen. Oh.
explodiert, ich Vollidiot. Wird knapp. Aber er ist ultra down. Fuck. Hab ich. Ja! Komm, wie viel? Gönn. 49.000. Digga, das war ja so krass. Alter. Boah, es fällt gerade richtig ab. Crazy. Ja, war gar nicht beabsichtigt, der Voice Crack. Okay, krass. Ein Estus weniger. Ich wäre im Arsch gewesen. Boah, Alter. Krass, das ist einfach so ein optionaler Boss hier. Die Leute tun so, als wäre der schwer. Ja, ich finde, man sollte mir hier auch jetzt auch an der Stelle nichts gönnen. Nicht, dass ich irgendwie denke, ich wäre jetzt gut oder so, weil ich selber habe bei dem, glaube ich, bei meinem ersten Playthrough auch nur ein 3 gebraucht. Also das ist eigentlich kein schwerer Boss. Also braucht man jetzt Janisch ihn hier so in den Arsch kriechen, finde ich. Ganz ehrlich, solche Leute sind doch einfach verbittert, oder? Also sorry, aber hä? Anders ist es ja gar nicht zu erklären. Die Leute tun so, als ob Dark Souls schwer wäre. So. Digga, wir haben 65.000 Seelen. Was mache ich denn jetzt? Actually ist der Boss gar nicht so schwer. Ah, just good what needs. So, genau. Also ich brauch Brocken und ich hab die großen Scherben, ne? Pretty, be careful. Bossseele. Scheiß die los. Bossseele. Ich meine, da erwarte ich jetzt Feuerspells. Vielleicht dieser Spell, der so die Feuerkugeln spawnen lässt. Oh, das ist, vielleicht skaliert das mit Glaube, das wäre doch super. Rudiment des Chaosbetts. Verbrennt die Umgebung mit Chaosflamme zu Asche. 20 End. Schade. Großachs des Dämonen. Descaling. Glaube. 28 Stärke können wir vergessen. 30 Stärke können wir vergessen. Tja. Und Faustwaffen. Ja, dann würde ich die tatsächlich poppen. Bin ich early. Dann würde ich die poppen. Hä? Ich habe 2? Wait. Wieso habe ich 2? Habe ich von letztem Mal noch irgendeine... Hä? Habe ich von letztem Mal noch irgendeine... Hä? Seele eines Dämonen. Seele eines Dämons. Seele des alten Dämonenkönigs. Das war das Safe, der von ihm. Seele eines Dämons? Hä? Aha. Ja, okay. Hä? Hat der 2 Seelen? Treat. Ha?
Seele eines Dämons ist doppelt so wert wie die Seele eines Dämonenkönigs. Hä? Vielleicht droppt er zwei und ich habe nicht aufgepasst. Und vielleicht, weil da waren ja jetzt vier Sachen. Die Axt, die Faustwaffe, der Knüppel und der Spell. Vielleicht macht die eine Seele zwei und die andere Seele zwei. Hallo Puffy. Ja, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Ashen Wand. Ashen Wand. 95.000 Seelen. Und ich kann die Knochen verbrennen. Geil. Nochmal? Nee. Ja, drauf geschissen. Jetzt ist die Quest. Oh, ich hör's trotzdem. Mann! Wie jetzt mit eurem scheiß Emote da. Not like this. Bringt ja nichts jetzt Emote only. So eine Scheiße. For thee, be careful. Solche Pisser, wirklich. Wenn ihr das jetzt einfach nur so spammt, um mich zu verunsichern, weil ihr es witzig findet, dann, dann, ja, ist doof. Was ist denn hier jetzt noch so? Ist hier was Neues? Mm-mm. Die Klamotten. Giftpfeile würde ich mal ein paar kaufen. 50. Gut. Oh, da war irgendeine Krone. Wollen die es Krone? Schick. 15.000. Gute Resistenzen. Mann, kann man jetzt hier nicht vergleichen, was man selber hat? Gut, der hat deutlich mehr Rüstung, mehr Gewicht, aber scheiß Resistenzen. Also an sich, wenn es cool aussehen würde. Kann man das irgendwie anprobieren? So eine Krone, Alter, als Tempelritter? Ah, nee, dann sehe ich immer meine hässliche Fresse, wenn ich so undead bin und so. Okay, dann leveln wir jetzt einfach auf Doom. Welcome home. Very well. Komm, dann ballern wir jetzt alles einfach in Ausdauer. Und dann reicht's vielleicht auch erstmal an Ausdauer. Farewell, Ashen One. Immer noch auf Null. Geil. Jetzt haben wir's. Nice. Okay. So. Da bin ich komplett durch. Lol, dann war das der Endboss von dem Gebiet. Von den krass. So, haben wir fertig. Nein! Ha! Eine Sache. Da ist mir eine Idee gekommen. Das ist genial. Mir ist eine Idee gekommen. So, nur wie komme ich jetzt dahin? Und zwar, da war so ein Dude mit einem riesigen Schwert. An einem Lavasee. Und der... Wie kam ich nochmal zu dem hin? Es war bei der Balliste lang. Ja, mach mal Emote Only aus. Bei dem will ich killen. Und ich weiß vielleicht wie. Free. Beim See runterdroppen, ja, aber gab's so ein Bonfire, was ich schon bekommen hatte, oder? Wo sind wir jetzt hier? Ah. Ja, dann gab es noch ein Bonfire, wo ich hätte... Gab es? Dämonenseele von Kleindämonen ist ein bisschen her schon, das war aber eingestürzte Brücke, die sich als Leiter entpuppte. Okay, anyway, so.
Weil ich habe eine Idee. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt, ja? Wie wir den killen könnten, ohne dass ich mich... Also, wie ich den schieße. Weil ganz ehrlich, ich habe tierisch Angst vor dem. Warte mal. Nee, ist noch eine Weile. Ich habe ungelogen richtig Angst vor dem. Der ist ein Otto geworden, aber... Hä, wo geht's denn hier runter? Da, oder? Hier war doch so eine... Ja, hier. Ey, weh, die Krabbe kommt jetzt hinterher. Die darf mich, wenn die hier reindroppt, bin ich... Dann war's das. So. Jutti. Wo war das lang? Nein, es gab so ein Bonfire. Es gab so ein Bonfire, wo ich da recht zügig hinkam, oder? Ah. Ich schwöre euch, es gab ein Bonfire, wo ich recht zügig dahin kam. Ja, hier das! Och, Mann! Ihr seid so scheiße. Oh, jetzt respawnt er. Okay, ich lasse ihn weggehen. Flash E. So. Oh, Mann, ich weiß nicht mehr, was jetzt kam alles. Das war auf jeden Fall tough hier, Alit. Ja, das war übelstes Labyrinth, Mann. Das war runter zu diesen Geruchskindern, die aus dem Maul stinken. So. Der ist scary. Ich boxe ihn einfach von hinten weg. Oh, lol. Gut. So, den sitzenden Klaus ignoriere ich. Jetzt waren hier wieder so Hundescheiße. Actually, ist der Schild übel effektiv gegen die, oder? Wie die Hunde bei Dark Souls 1. Einfach einmal zuhauen lassen und dann kommt die Rache. Weil die staggern. Die staggern mit R1. Easy. Chat, ihr schafft es noch, Henno zum Rattenmann zu schicken. Ich glaube an euch. Na, hör mal. Hier war Black Knight, ne? Hab ich keinen Bock drauf. Da war die Halle. Mann, wo ging's lang? Wo ging's lang? Black Knight war, glaube ich, Sackgasse. Oder? Nee, war hier... Doch, hier war Black Knight. Jetzt schießen hier die Feuerkugeln wie so Assis. Assis! Kommt der, ne? Der kommt. Komm her hier. Ich finde die actually scheiße. Ey, nee, jetzt. Gut. Kommt der nochmal? Ja, gut. So, weil der darf jetzt hier nicht von hinten kommen. So, jetzt kommen die Ratten, genau. So, hier runter droppen ist eine Falle. Nee, hä? Ah, okay. Genau hier. Ist halt nice, dass es so lang und hart ist. So, wir kommen näher, wir kommen näher. Das ist eine Trap.
hier. So. Zwei? Jetzt hier links. Aber hier ist noch einer. Ich glaube hier hinter. Ja, zwei sogar. Ich muss sagen, also ich habe jetzt aus Sucht... ich meine, ich habe ja jetzt eine Woche Pause gehabt. Und ich bin süchtig. Demnach habe ich auf dem Steam Deck Dark Souls 1 nochmal schön gestartet. Und mein Let's Play-Spielstand weitergespielt. Juhu! Und einfach um Achievements noch zu ballern. Einfach um ein bisschen Dark Souls zu haben. Als Befriedigung. Und, Digga, ich finde Dark Souls 1 wirklich so krass viel schwerer. Es ist insane. Genau. Ach, du Scheiße. True. Fuck. Okay, das wird jetzt ein Kaltstart. Ich weiß, wo... Leute, ich habe euch gesagt, ich habe eine Theorie, ich habe eine Taktik. Ich weiß, dass er da unten ist. Entspannt euch. So, ich muss jetzt erstmal den killen. Und das ist schon... Das kann... Na gut, komm. Mann. Ciao. Ah! Ja! Taktik. Oh, warte mal. Zirkeln. Ja! Ey, die sind so scary mit ihrem Riesenschwert. Vala. Boah, okay. Ey, die sind wirklich so scary. Okay, pass auf. Da unten ist er. Dann ist er. Jetzt pass mal auf. Köderschädel. Mehr in seine Richtung? Put. Fuck. Wie kriege ich ihn mehr da die Treppe runter? Weil wenn ich von der anderen Seite komme... Was ist er denn? Muss der erst spawnen?
Okay, dann Taktik 2. Boah, Digga, ich hab 4 Estus. Theoretisch müsste ich den... Also, hands down, wenn es jetzt nicht gut läuft am Anfang, renne ich die Treppe hoch und mach Heimkehrknochen. Aber ich werde ihn versuchen, jetzt einfach zu vergiften. Vielleicht finde ich irgendwann eine Stelle, wo er zurückrennen will. Bitte, Leute, Tipps erst, wenn ich sage, ich will. Ja? Wo ist der denn? Der ist nicht da. Doch, ich höre Steps. Hä, hey, der war da unten? Jetzt ralle ich gar nichts mehr. Reset mal. Reset mal. Ich will wissen, wo der ist. Hä? Willst du mich verarschen? Der stand da irgendwo unter der Treppe und ich habe ihn nicht gesehen, unter der Brücke und ich habe ihn nicht gesehen, oder was? Hä, wo ist er? Geht der jetzt nicht zurück? Ich weiß, dass ich den parryn kann, aber das ist High Risk, High Reward. Bleibt der jetzt einfach da stehen, wo der aufgehört hat? Mich zu verfolgen, oder was? Der lurkt hier jetzt rum, oder wie? Ey, ich hab so Angst vor ihm. Er ist für mich der bislang schwerste Gegner im Game. Digga, wo ist er? Da macht nichts mehr Sinn grad. Aber er steht da doch nicht! Wird der nicht gerendert? Hä? Der steht auf der Mitte der Treppe. Da oben hört die Treppe auf. So. Steht der da irgendwie um die Ecke? Hä? Nein, Mann! Ich guck da oben um die Ecke und er steht hier. Wie geht das? Wie geht das? Steht er irgendwie hinter dieser Säule oder? Oder ist der da irgendwie nicht, wird der nicht gerendert? Fuck, Digga. Das ist wirklich ein Anti-Cheese. Und der ist ein bisschen Houdini, okay. Na dann, dann... Oh Gott. Dann... Oh ja, ich könnte... Okay, jetzt habe ich übel Angst. Digga, er blockt die Pfeile? Zu. Hau mal zu. Oh, bitte! Oh ja, es interrupted. Ja! Komm, hau zu, hau zu, hau zu! Ja! Ist er vergiftet? Nein. Bitte, bitte. Okay. Okay. Mann! Wie viel Giftresi hat der? Wie viel Giftresi hat der?
Unendlich? Bitte! Ich möchte diese... Ja... Okay. Walla, walla, walla. Hau zu. Ach, ich schieß die falsche Pfeile jetzt auf einmal. Ja. Ich hasse ihn so sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich da one-hitten kann. Also, dass nur noch ein Schlag ausreicht. Ey, das ist so ein Pisser, wirklich. Weil das Ding ist, er macht ja so 4/5 meines Lebens mit einem geschmeidigen Schlag weg. Und er kann nicht gestaggert werden. Weil er einfach Havels seines Urgroßvaters Rüstung trägt. Wer hat sich den ausgedacht? Und dann hat er auch noch 10 Milliarden Giftresistenz. Also seine Rüstung möchte man haben. So, 27. Ey, ich fühle mich hier gerade nicht safe, weil der Typ da hin und her stapft. Nein, ich krieg den nicht gestaggert. Ich schwör's euch, ich brauche 3 Schläge, bis der gestaggert ist. In der Zeit zieht er halt durch. Und wenn ich in einen Attack-Move bin, wird das nix. Dann trifft er mich halt eiskalt. So eine Scheiße, Digga. Angeblich repariert. Das kann mir gerade keiner erklären. Ich sage, angeblich repariert, in dem Moment fällt diese Spitze oben ab, die das Rad zum Stoppen bringt. Die Redaktion hat mir legit gesagt, ist jetzt repariert. Ja, Henno, du bist jetzt ab sofort abends alleine da. Wir haben die Strafen so designt, dass du alles alleine anwenden kannst. Viel Spaß. Was mache ich jetzt? Hier ist, ich fühle richtig den Kleber. Okay, wir warten, wir warten. Ich muss warten. Irgendwann bleibt stehen. Oder ich hole das andere Glücksrad, aber ich weiß nicht, wo das ist. Und das andere Glücksrad hat auch weniger Spalten. Also es kommt nicht hin. Gleich hält's an, Leute. Okay, ich dreh es einfach nächstes Mal richtig leicht. Ja, dann ist jetzt... Aber die Wuchtung, oder wie man das nennt, ist jetzt wohl... Ist jetzt wohl gefixt. Aber wie man auch sieht, es dreht sehr lange. Ja, Online-Glücksrad geht hoch, das stimmt. Augen zu und anhalten mit... Hä, jetzt geht's wieder. Die 9. Die 9. Okay, das ist geil. Das hatten wir noch nicht. Pass auf. Das ist so geil. Das ist wirklich geil. Pass auf. Ja, also Rad geht einwandfrei. Also. Oh boy. Ich lieb's. Wirklich, ist eine geile Sache. Vor allem, weil wir es noch nicht hatten. Also. Wie machen wir das jetzt am besten?
ich suche mir jetzt einen random Dark Souls 3 Streamer aus. Was sagt mir zu? Am besten mit Facecam. Hey, hier hocken zwei? Das wird so dumm. Was ist das? Okay, ich klicke einfach mal, was mich irgendwie anspricht. Hier, das finde ich immer cool, wenn die so ein V, wie nennt man das? So ein, die hat Hörner, Alter. Gibt's irgendwie, wir brauchen, oh lol, das ist ein Skelett. Was ist bei ihm los? Okay, pass auf. Ah. Okay, ich lasse mich nicht spoilern. Klang lustig. Irgendwie russisch oder so. Elden Ring? Hä? Warum Elden Ring? Will mich halt auch nicht spoilern lassen. Hier. Du. Base Basin. Thank you for the pets, Gamer. Okay, okay. Hard work that you did, too, by the way. You do three for the warm-up. Do three for bisher the warm-up. Bisher sagt mir das ja am meisten zu, finde ich funny. Ockery, nice. I need to get back into Lethal Company. Well, I think in my 2 weeks off, we'll have to play. Der ist ein Pirat. Okay, komm, wir nehmen sie. So, folgendes passiert jetzt. Folgendes passiert jetzt. Bitte, bitte, pst, bitte, ja. So. Abonnieren. Abos verschenken. 10. Vielen Dank. Oh! Oh! Hand of Blood! Hello, hello! Thank you for gifting 10 subs! Oh my days! Ah! Thank you! Thank you, thank you! Tadoodle, hello! Tax, thank you so much for the follow! No problem. Hantarino. Pitzlu. Snack! Loda! Hello! Super! Oh god, I'm missing him under night! Oh my god! What's going on? Hello! Hey, aber wie krass! Ich musste gar keine Bezahlmethode und so. So anwenden. Ist das normal? Hey, wenn ich früher gesubbt habe, musste ich so PayPal und so angeben. Die ist so confused, ja, hat mir gemerkt. Karls Konto. So. Probiere ich den Dude jetzt nochmal. Also, ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll, außer parieren. Aber das ist so quasi, als würdest du, weiß ich nicht, gegen Optimus Prime antreten und versuchen, ihn zu parieren. Wisst ihr, was ich meine? Ich könnte halt wirklich versuchen, ihn irgendwie zu backstabben. Das wäre es vielleicht noch. Weil, wenn er zuhaut, ist er sehr lange in dieser Position. Aber wie viel Schaden wird 50 Haltung? Haben wir irgendein Schild, was noch deutlich mehr Haltung bringt? 57. Nicht genug Stärke. 63. 63. Den könnte ich jetzt upgraden noch. Und dann so um ihn herum. Sorry, ja. Was meint ihr? Habe ich irgendeine Waffe, die Poison macht? Weil da, vielleicht eine kleine Waffe, die hittet und Poison Damage macht? Ich könnte Poison infusen, aber das wäre den Aufwand, glaube ich, nicht wert. Ich habe giftiger Nebel als Spell. Hier! Fäulnis Grudolch.
Ja, ich glaube auch, dass mir das Schild um die Ohren fliegen wird. Ich sollte einfach auf Rollen, glaube ich, gehen. Also, ich... 37 Gift. Und Schnellschritt. Und wie viel Crit macht der? 100, okay. Ja, ich glaube, ich würde eher auf Rollen gehen. Und wenn er mich halt mal hittet, dann muss ich halt einen saufen. Boah, Digga. Ich wette auch, das ist das alles nicht wert. Ich wette, das ist das alles so gar nicht wert, weil der irgendeine Scheiße droppt oder so. Nee, ich habe einen Tod hochgemacht. Verarscht mich nicht. Da habt ihr nicht aufgepasst. Verarscht mich nicht. Auch Lava-Resistenz? Also, aber erfahrungsgemäß Lava macht so brutal viel Damage. In Dark Souls 2 gab es extra einen Ring oder einen Spell für Lava-Resistenz oder so. Okay, Frage an euch. Starke Schwitzen erhöht Resistenzen. Macht es einen Unterschied, wenn ich auf Lava gehe? Also mit einem Unterschied meine ich, sterbe ich da nicht instant, sondern kann da ein bisschen zumindest... Nein, dachte ich mir. Kaum, ja, dachte ich mir. Resistenzen gegen Blutung, Gift, Kälte und Flüche. Ja gut, never mind. Wait a minute. Das ist doch Köderschädel auf Crack. Hm. Och man. Ich glaube, ich krieg ihn nicht gecheased. Ich glaube, ich krieg ihn nicht gecheased. Ich bin mit dem Bogen eigentlich ganz gut gefahren. Ach. Nervig. Ich könnte ihn oben runterkicken mit der Explosion. Also ich glaube, das ist insane gegen ihn. Das werde ich die ganze Zeit nutzen und dann gucke ich einfach, dass ich ihn backsteppe. Fertig. Ich glaube, der Rest kriege ich jetzt aus dem Stand. Treten, actually. Jo. Aber ja, ich glaube, also Cheese-Möglichkeiten wären noch für mich, ihn, also runtergehen, an ihn vorbeirollen, unten kämpfen und dann irgendwie seitlich ganz am Rand zur Lava stehen, in der Hoffnung, dass er so in die Lava reinrotiert, weil er dumm ist. So, ne, als NPC, dass er so ein bisschen um mich herum geht und dann um in die Lava. Das, dann oben vielleicht mit dieser Wucht, diesem Glaubensspell, ihn runterkicken in die Lava. Aber mein Gefühl ist, er hat viel zu viel Poise. Also ich glaube nicht, dass es klappen wird. Der Stream von der Bestrafung geht gerade krass steil. Sehr coole Aktion, Hand of Blood. Ja, ich find's auch geil. Genau, Feuerkugel. Darauf scheiße ich. Nehm das. Ja. Warte, ich hab nur eine Sache. Nein. So. Ich würde jetzt Folgendes probieren. Also ich würde safe das hier machen und dann ihn vielleicht mal mit Chaoskugel eindecken. Die haben wir noch gar nicht ausprobiert, ja.
Ja, mein Plan wird jetzt sein, Tränen der Verleugnung an. Dann bin ich, habe ich quasi, dann wäre ich eben zum Beispiel nicht gestorben, hätte ich das gehabt. Ein bisschen kiten mit Chaosfeuerkugel, gucken, was sie anrichtet. Wenn es nicht Worth ist, Nahkampf, vielleicht treten. Und dann kritten oder um ihn herum kritten, irgendwie so. Das ist jetzt mein Plan. Oh Gott. Die sind echt krass. Guck mal, jede kleine Titanitscherbe bringt 800. Nee, die kostet 800. Ich weiß nicht, ob man sie dann auch für 800 verkaufen kann, aber ist auf jeden Fall krass. Oh. Hey, ich kann ihn nicht anvisieren. Jetzt. Guck mal, ey, die droppen das einfach immer. Für 300. Guck mal, immer 300 Seelen mehr quasi. Kann man auch krass farmen. Der? Nee. So. Guck mal her. Astora Greatsword heißt das aktuelle Schwert. Ja, ich merke, ich habe beim Anvisieren irgendwie keine Probleme mehr. Das merke ich. So. Jetzt die Scheißviecher hier. Was ist das für ein Emote jetzt? Naja, gut. Manchmal bin ich noch verwirrt. Ich habe das normale Schwarzritter-Großschwert bekommen, tatsächlich. Das haben wir schon, glaube ich, letzte Folge oder so bekommen. Was mache ich hier eigentlich? Das. Achso, das Richtige, ne? Für Seelen? Für 20% mehr Seelen? Schild des Verlangens, ja. Ja, kick in meinen Arsch. Mega gute Aktion, Digga. Mhm. Ciao. Ja, komm mal, was ich jetzt aber auch. So. Jetzt geht's ab. Okay. wir probieren als erst... Ah, nee, ich muss oben den Ritter machen, oder? Nee, ich könnte ihn auch unten fighten und oben den Ritter ignorieren. Also hier ziehe ich auf jeden Fall das Schild an. Digga, Y, geht nicht. Okay. Let's go. Jo, die Seelen einsammeln. Ey, danke, Leute. Hätte ich jetzt einfach nicht gemacht. 9000. Also der Typ ist wirklich für mich der schwerste Gegner im Game. Leute, ist das schon, ne? Habt ihr das gerade gesehen oder war das ein Geist? Down rennt er. Down rennt er. Tu es. Lava? Das macht Lava?
Bleib in der Lava. Bleib in der Lava. Okay, er ist Half-Life. Ich habe keinen Dings mehr. Geil. Das ist ultra gut gegen ihn. Weil es Lava macht. Das ist ultra gut gegen ihn. Oh, fuck. Hä? Ich habe kein Damage bekommen. Geil. Vielleicht hätte ich das Ding einfach mal ausprobieren sollen. Damit ich mal weiß, was der Spell macht, Digga. Ich bin so dumm. Rauch Ultra Großschwert, Schwarzeisen Großschild. Hätte das Ding ist ja insane, diese Chaosflamme. Okay. Heftiges Schild. Macht diesen Schildschlag, um ihn zurückzustoßen oder ins Wanken zu bringen. Das ist halt schon crazy shit, ne? Aber braucht wahrscheinlich, ja, 32 Stärke. Besonders effektiv gegen Feuer. Mhm. Cool. So, und dieses übertriebene Schwert. 50 Stärke. A-Scaling auf Stärke. Guckt euch das an. Krass. Ja, ich habe euch gesagt, es wird uns nichts bringen. Das war jetzt einfach fürs Ego. So. Scheiße. Tja, die Items. Das ist wie in Dark Souls 2, Alter. Jetzt brauche ich halt irgend so einen Ring, der Lava-Resistenz macht oder so. Gut, aber wir haben ihn weggemacht. I mean, ne? War schon gut. Hä? Ach da. Das ist halt so eine Folge, wo wir gar nicht so viel Level-Progress machen. Also Level im Sinne von vorankommen in der Welt. Aber wir haben halt jetzt 3 Bosse gemacht, wenn man den Wurm mitzählt. Und den Dude. Das ist schon crazy. Okay. Also was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten? Wir haben jetzt viel abgeklappert. Die Omi, da wo die gestorben ist, der Boss, fühle ich nicht. Dann DLC-Gebiet. Fühle ich auch nicht. Irithyll. Fühle ich am ehesten. Fühle ich am ehesten. Einfach weil fühlt sich am richtigsten an. Aber man muss auch sagen, also Dark Souls 3, auch gerade natürlich im Vergleich zu Dark Souls 1, ist so fucking linear. Das ist insane. Das ist einfach insane. Okay. So, ich rechne hier mit viel Eis-Scheiße. Ich rechne hier sehr viel mit Eiskram, weil das Schwert von Irithyll, oder wie die Scheiße heißt, ungeheuer voraus, deswegen versuch Sprint. Ach du Scheiße. Also entweder landet hier jetzt ein Drache. Ich meine, das hat 3 Upvolts. Soll ich diesem Kommentar trauen und durchziehen? Ich glaube schon. Weil wenn das so ein Drache ist, der hier landet und dann set ist, dann muss ich ihn ja fighten. Scheiße. Wir haben Raid? Von wem? Alter! Danke dir! Nice, Mann. Ich hoffe, ihr habt schön Mucke gemacht. Ich bin gerade an einer schwierigen Entscheidung dran. Renne ich über die Brücke und renne einfach durch in der Hoffnung, ich habe da irgendwo dann einen Safe-Spot?
Oder gehe ich über die Brücke und töte, was sich mir in den Weg stellt? Ich glaube, ich entscheide das on the fly. Ich renne mal los und je nachdem, was hier landet oder draufspringt, renne ich weiter oder kämpfe. Abfahrt. Ich renne. Ich renne. Komm, ich renne einfach. Ist cool. Die haben mich verarscht. Nee, haben sie nicht. LOL. Digga, was ist es? Kann ich da durchhauen? Hä? What the fuck? Kommt der nicht mehr jetzt? Ist der jetzt gone forever? Das wäre doof. Wahrscheinlich, wenn ich am Feuer mich nochmal hinsetze, dann ist er wahrscheinlich wieder da. Okay, aber good to know. Ah, hier ist ein Feuer. Abfall. Guck mal, hier ist noch ein Item. Okay. Gut. Zentrum. Wenn du den Boss aus der Kirche nicht gemacht hättest, wärst du nicht durch die Barriere gekommen und das Ding hätte dich wahrscheinlich vernascht. Lol. Und ich soll dich bannen? Warum soll ich dich bannen? Ja, Greirat, habt ihr recht. Ich will jetzt nochmal checken, ob das Vieh nochmal kommt. Nö. Na gut. Na gut. Dann checken wir Greirat ab. Chat kann anbleiben. Muss zum Bonfire davor. Beziehungsweise wahrscheinlich einfach aus der Richtung kommen, ne? So, was sagt jetzt Greirat? Oh, hello. Fine. Discovering Irithyll in the Boreal Valley, all in the, if the tales are true, it is home to old moon worshipping nobles. Oh, da ist ganz viel Magie, ne? So Mondmagie und so. What do you think? Shall I go and see what I can find? Ja, Digga. Geh mal. Plündern schicken. Fine. I am Greirat the Thief. Cool. Goodbye. So, Frage von mir, Chat. Hätte ich über die Brücke gehen können, ihn anlabern können und dann zum Beispiel diesen Dämonenkönig-Boss machen können und es wäre, seine Quest wäre erfüllt, weil man einfach nur irgendeinen Boss killen muss? Oder muss es ein Boss aus Irithyll sein? Tatsächlich, krass. Das wäre das Einfachste gewesen. Krass. Aber, okay. Krass. Interesting. Na, für den nächsten Run dann mal, ne? New Game Plus oder so. Ich habe Knochen schon verbrannt, ja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, es war jetzt, wie gesagt, nicht viel Progress. Ich musste auch erstmal wieder reinkommen, habt ihr gemerkt. Wir haben aber ultra viel geschafft an sich. Wir haben halt über 100.000 Seelen gemacht oder so. 3-4 Bosse, beziehungsweise diesen einen Dude da noch geklatscht im Second Try in dieser Folge. Ja, und das Rad der Qualen muss, also das geht so nicht. Ich bedanke mich YouTube. Schaut gerne beim Stream vorbei, 16 Uhr.
Und wir sehen uns. Ciao.